Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schüler, die freiheitliche Demokratie beruht darauf, dass die Mehrheit der Bürger ihr dauerhaft zustimmt. Und diese Zustimmung lässt sich aber natürlich nur dann gewinnen, wenn die Bürger die Prinzipien der Demokratie auch kennen. Pluralismus, Kompromissfähigkeit und die Bereitschaft, sich selbst aktiv am politischen Geschehen zu beteiligen. Damit wird dann auch der Sinn und Zweck politischer Bildung klar. Es geht darum, Zustimmung für und Partizipation an Demokratie zu erzielen. Auf welchem Weg dieses Ziel erreicht werden soll, darüber gehen die Meinungen in diesem Haus mitunter auseinander. Die heutige Debatte über das Jahr der politischen Bildung ermöglicht aber einen Rückblick und eine Bewertung genau darüber. Für viele Jugendliche war ja das Jahr 2019 das Politikjahr schlechthin, vor allem wegen der Fridays for Future-Bewegung. Seit Ende 2018 wird während der Unterrichtszeit auch vor dem Landtag demonstriert und genau dies wurde von Ihnen ja am 15. Februar in diesem Hause wahlweise als gelebte politische Beteiligung oder gelebte politische Bildung ausdrücklich begrüßt. Hierdurch haben Sie aber nicht nur den Schülern das fatale Zeichen gesetzt, dass Verstöße gegen Recht und Gesetz prinzipiell in Ordnung sind, solange sie nur im Namen der Klimarettung begangen würden. Nein, sie haben dadurch auch für extremistische Gruppen ein Einfallstor geschaffen, die den Idealismus vieler junger Menschen für ihre eigenen Ziele missbrauchen. Dass die Landesregierung diese absehbare Entwicklung im Februar noch nicht sehen wollte, das ist das eine. Dass sie aber bis heute ihren politischen Fehler nicht einräumt und ihre Unterstützung für Fridays for Future nicht öffentlich zurückzieht, das erweckt den Eindruck, dass ihr die Radikalisierung der Bewegung offensichtlich gleichgültig ist. Da werden Klimanotstandsgesetze gefordert, da wird der Systemwechsel propagiert und da wird der Sozialismus glorifiziert. Hören Sie mal zu. Naja. Die Fridays for Future macht das nicht, dann muss man sich überlegen, mit wem die auftreten. Ich komme da gleich noch zu. Aber wenn vor allen Dingen im gleichen Atemzug über die Schwerfälligkeit der demokratischen Institutionen fabuliert wird oder darüber, dass Demokratie mitunter eingeschränkt oder ergänzt werden müssen, wenn es um die Klimarettung geht, spätestens dann hätte dieser Landtag aktiv werden müssen. Sie hätten unmissverständlich klarstellen müssen, eine Klimarettungsmoral steht nicht über dem Gesetz. Der Zweck heiligt eben nicht die Mittel. Die Demokratie wird nicht irrelevant, sobald es um Klimafragen geht. Ganz im Gegenteil, wer hier etwas ändern will, der muss im Rahmen demokratischer Willensbildung Mehrheiten beschaffen. Personen, die dies in Frage stellen, muss Jamaika ganz klar die rote Karte zeigen. Ganz gleich, ob von Fridays for Future oder Ende Gelände, Extinction Rebellion oder von den Grünen oder von den Jusos oder von der SPD-Spitze, die ja bekanntermaßen zuletzt auch vom echten Sozialismus träumt. Wie dem auch sei, meine Damen und Herren, die Chancen wirklicher politischer Bildung anlässlich der Klimaproteste sind weitgehend ungenutzt geblieben. Zumindest haben Sie in Ihrem Bericht, Frau Ministerin Prien, darüber nichts gesagt. Und auch andere Informationen habe ich vermisst, vor allem von dem Hintergrund, was Sie im September 2018 hier in diesem Hause angekündigt haben, als wir ja zum ersten Mal über das Jahr der politischen Bildung gesprochen haben. Im Deutsch als Zweitsprachenunterricht sollte, so sagten Sie damals, künftig über unsere Regeln gesprochen werden, über Verständnis und Toleranz, über das friedliche Zusammenleben in unserem Land. Ja, Sie sagen jetzt, das wird doch gemacht, aber in Ihrem Bericht haben Sie darüber nichts gesagt. Und ich frage, ich werde auch im Ausschuss dann fragen, was hat sich denn im DATS-Unterricht seit 2018 konkret geändert? Und es ist ja gut, wenn Sie das im Ausschuss dann nochmal berichten würden. Sie wollten die Feiern zu 70 Jahre Frieden und Freiheit, 70 Jahre Grundgesetz in unsere Schulen tragen, das Feiern. An eine feierliche Zeremonie oder etwas Vergleichbares konnte sich aber keiner der von mir gefragten Schüler erinnern. Das liegt daran, dass es durchaus diese Feiern gab, aber nur, leider nur an sehr, sehr wenigen Schulen. Schade, dass diese Chance ungenutzt geblieben ist. Sie hatten weiterhin angekündigt, zu überprüfen, wie groß für junge Menschen die Chancen sind, in der Schulzeit positive Grunderfahrungen mit Mitbestimmung und Demokratie zu machen. Und wir erinnern uns, damals gab es genau an dieser Stelle, gab es zu Recht großen Applaus, großen Beifall für Sie. Und mich hätte aber das Ergebnis dieser Bemühungen schon interessiert. Aber vielleicht vertagen wir das in den Ausschuss. Und gerade das liegt vor dem Hintergrund der letzten Umfragen zum Thema Meinungsfreiheit besonders schwer. Wir haben es schon gehört, rund 2/3 aller Jugendlichen geben an, dass es einen unsichtbaren, unbewussten Zwang gibt,
sich nur noch politisch korrekt zu äußern. Ja, auch das ist die Shell-Studie. Und in diesem Augenblick kommen dann SPD und SSW einen Antrag, der mehr Politikunterricht fordert. Und von der Intention bin ich ganz bei Ihnen, aber zustimmungsfähig halte ich Ihren Antrag in dieser jetzt vorliegenden Form auf keinen Fall, denn einmal mehr beziehen sich in der Begründung vor allem auf die aktuellen Herausforderungen des Rechtspopulismus. So einfach, wie Sie denken, ist die Welt aber nicht. Und ich frage mich ernsthaft, ob Sie nicht realisieren wollen oder nicht realisieren können, warum politische Bildung wirklich wichtig ist. Bekommen Sie nicht mit, dass nicht nur immer mehr junge Menschen nicken, wenn allen Ernstes vorgeschlagen wird, Demokratie und demokratische Prozesse einzuschränken, wenn dann der starke Staat gefordert wird? Die Jugendlichen tun das nicht aus, weil sie es nicht wissen, sondern viele aus Sorge und aus Angst vor der Zukunft. Abgesehen aber von dieser populistischen Begründung sollte im Bildungsausschuss dann tatsächlich darüber gesprochen werden, wie man den Politikunterricht gerade in der Gemeinschaftsschule zukünftig sichern kann. Dazu liegen ja hat die Ministerin Prien ja eben schon einen Vorschlag gemacht, der eine gute Grundlage bildet. Bei aller Kritik, die ich jetzt über die vertanen Chancen 2019 geäußert habe, möchte ich aber auch unbedingt mit etwas Positivem schließen. Genau, und da sage auch ich, die Dialog-P-Veranstaltungen, die Diskussion zwischen Schülern und Landespolitikern, die haben in der Tat den Nerv der Jugendlichen getroffen. Und genau darum geht es, junge Menschen authentisch, also als Vorbild zu vermitteln, was Pluralität heißt, Toleranz, was Kompromissfähigkeit heißt. Und dass es sich lohnt, sich politisch einzubringen, egal ob das in Vereinen, in Verbänden oder in Parteien ist. Das muss das Ziel politischer Bildung bleiben. Vielen Dank also, Frau Ministerin, für Ihren Bericht und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.